Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grimba TV. Heute habe ich ein paar Optiken für euch, Tageslichtoptiken von dem japanischen Hersteller Kowa. Und die haben mir in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Freude gemacht. Bleibt dran und schaut es euch an, es lohnt sich. Hier bei Lagerfeuerschnack bekommt ihr Produkttests rund ums Thema Jagd. Unterstützt werden wir von Hornady, Top-Munition für Sport und Jagd, Waffenhandel Arnert, alles rund ums Thema Jagen, Rodale Precision, Experten bei Schalldämpfern und Kastenbüchsen und Active Hunting, Experts in Night Vision. Ja, hier sind wir also wieder mal auf Grimba TV und wenn euch unsere Filme hier gefallen und ihr die Infos schätzt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert. Aber jetzt gleich zu den Testobjekten. Ich habe also in den letzten Wochen und Monaten ein paar Optiken von der Firma Kowa getestet. Vornehmlich dieses Fernglas, ja, schön handlich und klein, 8x42. Das hat mich auf vielen Ansitzen begleitet und ich habe es immer gerne dabei gehabt, weil es so klein und handlich und leicht ist. Und die optische Qualität, die hat mich wirklich überrascht. Das ist nämlich ein sehr günstiges Glas, da sage ich gleich nochmal was dazu. Genauso wie die anderen Dinge. Aber erst nochmal zu der Firma Kowa, die kannte ich nämlich gar nicht. Und dann traf ich jemanden, der diese Marke vertritt und die sagt, Mensch, wir schicken dir mal was, interessiert uns auch dein Feedback. Und dann habe ich was bekommen, unter anderem dieses Fernglas. Dann ein paar Adapter für das Mobiltelefon, so ein Universaladapter aus Alu, sage ich auch gleich nochmal zu den einzelnen Produkten ein bisschen genauer was. Dann eine Handyhülle, die für mein iPhone passt. Da gibt es, glaube ich, über 140 Modelle, die maßgeschneidert sozusagen für das jeweilige iPhone sind. Macht einen sehr guten Eindruck. Bei beiden Adaptern ist es so, dass man hier solche Adapter dran schrauben kann, wiederum, die dann fest verschraubt sind aus Alu, macht einen sehr festen Eindruck und die kann man dann eben hier hinten passgenau quasi aufs Okular draufsetzen und dann kann man sehr bequem das hier bedienen und das passt auch sehr gut. Manchmal muss man ein bisschen rumfummeln mit dem Autofokus, je mehr Kameras so ein Handy hat, ist das manchmal ein bisschen tricky, aber es geht sehr gut, wenn man sich da einmal eingefuchst hat. Und dasselbe gilt natürlich auch hierfür. Da muss man halt zusätzlich noch bei diesem Universaladapter immer den Arm anpassen, dass das mit der Kamera hinhaut. So, ähnliches Prinzip gilt auch für das Spektiv, was enorm leicht ist. 20- bis 40-fache Vergrößerung, auch da gibt es so einen Adapter, der hinten passgenau drauf passt. So, und wenn das dann auf dem Stativ ist, kann man also wirklich sehr bequem da dann die Sachen filmen und in aller Ruhe das scharf stellen. Und ja, das hat mir auf dem Stand sehr oft gute Dienste geleistet. Da musste man die Scheibe nicht nach vorne holen. Auch wenn man im Revier mal Probe geschossen hat oder tagsüber auf weitere Entfernung was ansprechen musste, dann war das wirklich eine sehr, sehr große Hilfe, dieses TSN 502. Weil es so leicht war, hat irgendwie kaum eine weitere Belastung bedeutet, wird mit so einem sehr schönen, einfachen Sack geliefert, sodass man das dann auch im Jagdrucksack oder sogar in der großen Tasche von der Jagdjacke wunderbar unterbringen konnte. Kann ich also sehr empfehlen, war eine sehr gute Ergänzung im Gegensatz zu vielen großen Spektiven, die man dann doch eher in der Praxis seltener mitschleppt. Dieses Fernglas hier, das wird in so einer schönen Tasche geliefert. Und auch mit einem guten Riemen und wie gesagt, die optische Leistung. Ich habe das mal versucht einzufangen mit diesem Adapter und dem entsprechenden Zubehörteil da drauf. Die ist fantastisch. Also Randschärfe, das hat mich bis in die Dämmerung hinein absolut nicht enttäuscht. Da konnte ich sehr gut mit ansprechen. Und was mir eben extrem gut gefallen hat, war diese sehr kleine und leichte Bauform und das in Kombination mit der optischen Leistung zu dem Preis, das hat mich echt überrascht. So, dann wollen wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Details der einzelnen Produkte eingehen. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren, ein Like dazulassen und die Glocke zu aktivieren.
Fangen wir mal mit dem Spektiv an. Das Spektiv ist das sogenannte TSN 502 der Firma Kowa. Das kostet auch nur 319 Euro. Das finde ich für die Leistung, die das bietet, erstaunlich preiswert. Und wie gesagt, das hat mich auf den Stand begleitet, es hat mich ins Revier begleitet. Ich hatte keinerlei Probleme. Das scheint auch ein bisschen was aushalten zu können. Und ja, war immer sehr, sehr praktisch, da nicht immer gleich hinrennen zu müssen, wenn man mal einen Kontrollschuss gemacht hat, sondern mit dem Spektiv sehr gut sehen zu können, wo man denn dann abgekommen ist. Dann haben wir diese kleinen Adapter aus Aluminium, die ich eben sehr praktisch finde, ja, die eben einmal hier sowohl für die maßgeschneiderte Handyhülle, hier wie zum Beispiel für das iPhone 13 Pro zu haben sind oder eben für diesen Universaladapter, die da mit Gewinde reingeschraubt werden und dann eben sehr fest sind und eine gute Verbindung herstellen. Diese kleinen Adapter, die kosten 33 Euro das Stück. Das ist jetzt natürlich mein Wort für so ein kleines Teil, aber der Mehrwert ist in meinen Augen dadurch gegeben, dass man eben eine wunderbare Verbindung hat. Die ist zwar nicht so stabil, wie wenn man das da jetzt feste dran klemmt, aber um mal zwischendurch Fotos machen zu können damit, ohne dann gleich das super Teleobjektiv mitschleppen zu müssen, ist das schon eine ganz coole Sache. Das Fernglas, was ich so gerne mitgenommen habe, das kostet 479 Euro. In der Preisklasse ist dieses Glas, was, also Kowa habe ich ja gesagt, ist eine japanische Firma, aber die Optiken, sowohl diese hier als auch das Spektiv, sind beide in China gefertigt, in der People Republic of China. Also japanische Firma, chinesische Fertigung, aber die Anmutung, auch wenn man es so anfasst, also das ist echt wertig, das ist jetzt nicht Billigkram. Da bin ich sehr angenehm überrascht worden von und das könnte auch gut sein, dass ich mir überlege, das Glas zu behalten. Also das ist wirklich in meinen Augen ein preiswertes Glas. So, und dann haben wir natürlich noch hier diese Adapter an sich, die ich jetzt noch nicht im Detail vorgestellt habe. Da ist einmal der maßgeschneiderte Adapter, den es in dieser Form für insgesamt 140 Smartphone-Modelle gibt. Der kostet 124 Euro. Und der SmartScope Vario Adapter aus Aluminium inklusive Optik AMK 30 kostet 196 Euro. So, und der ist komplett aus Aluminium gefertigt. Alle Teile und auch Ersatzteile gibt es da nachzukaufen und produziert wird der im Übrigen in Österreich. So, die Optiken, sagte ich vorhin schon, kommen aus Japan und ja, das muss ich sagen, war eine Überraschung und preislich auch in dem Bereich, vielleicht macht das ja jetzt so kurz vor Weihnachten nochmal Sinn, darüber nachzudenken. Ja, ich hoffe, dieser kleine Film, der hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt da ein paar Anregungen und Infos erhalten. Vielleicht seid ihr neugierig geworden, das würde mich sehr freuen. Ja, ansonsten kehre ich bald mit neuen Infos hier wieder und neuen Tests für euch und hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Wir sehen uns hier. Haltet die Ohren steif, schießt eine sichere Kugel und eine schöne Vorweihnachtszeit. Hoido, euer Grimbart. Ciao. Yeah.